Ich dränge mich jetzt nur kurz ins Bild. Hinter mir ein gewisser Herr Martin Sonneborn, seines Zeichens EU-Parlamentarier. Was bedeutet das rote Lämpchen da oben? Dass die Kamera läuft. Ah, sehr gut. Also, ich werde mich bemühen, dass ich natürlich den Abstand zum Mikrofon immer kurz halte. Damit man sie auch gut hören kann. Und Näheres nach dem Trailer. Hallo zu Inside Politics, heute aus dem EU-Parlament in Brüssel, und mir gegenüber sitzt Martin Sonneborn. Er ist EU-Parlamentarier, seit 5 Jahren für die Partei als Vertreter, ich sage mal, des deutschen kleinen Mannes und der kleinen Frau im EU-Parlament. Wie geht es Ihnen? Was tun Sie? Und wer ist eigentlich Martin Sonneborn? Ich bedanke mich für dieses Konglomerat an Fragen, und eine Frage, wer Martin Sonneborn ist, die stelle ich mir jeden Morgen natürlich nach dem Aufstehen selbst. Ich bin noch zu keiner endgültigen Lösung gekommen, aber im Moment bin ich Europaparlamentarier. Bin der Mann, der, glaube ich, wie kein Zweiter dafür kämpft. Wo kommen Sie her? Österreich? Österreich. Österreich aus der EU zu schmeißen, einfach weil das eine illiberale Entwicklung genommen hat, die mir nicht gefällt. Ich habe selber Beziehungen nach Österreich. Ich schätze das Land für diverse Dinge, und mir gefällt es nicht, dass dieser Kinderkanzler da bei Ihnen jetzt zu Amt und Würden gekommen ist. Ich komme im September nach Wien, um die Sache zu bereinigen. Ich habe mal in Österreich gesagt, ich sei die deutsche Antwort auf Adolf Hitler, und ich glaube, vielleicht bin ich der Mann, der dieses kaputte Land befreien kann. Wollen Sie das Mikrofon wieder haben? Ich würde gerne. Und Entschuldigung, mein Problem ist, ich bin Monarchist und ich verstehe absolut, was Sie meinen. Und ich bin eigentlich für den Austritt Deutschlands aus der EU, aber das ist eine andere Geschichte. Und ganz ehrlich, für die mitteleuropäische Wiedervereinigung, weil ich mir denke, HC Strache könnte möglicherweise Schwierigkeiten haben, weil er in Ungarn Wahlkampf machen müsste. Ist der schwul? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay, aber wieso sollte er Schwierigkeiten haben? Weil da viele Ausländer sind in Ungarn? Oder ich deswegen? Glaube, es wird sprachliche Probleme geben. Ah, okay. Mit der Integration. Das freut mich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die wir nicht vor dieser Kamera erörtern werden. Deswegen sitze ich dahinter. Wir haben alle unsere kleinen Schwächen. Deswegen sitze ich im Europaparlament. Und wie geht's Ihnen da? Ganz gut. Ist ja ein interessanter Job. Für die Österreicher in den Bergen, ich habe so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen hier im Europaparlament in beachtlicher und bedenklicher Höhe und wenig Verpflichtungen zu arbeiten. Ich kann viel beobachten, was hier passiert. So, mich interessieren die unseriösen Seiten des Europaparlaments, die ich berichte. Und ja, sonst ab und zu kleinere Späße machen oder ein bisschen Europapolitik, je nachdem, wie es gerade was gerade auf der Tagesordnung steht. Weil Sie Eliten angesprochen haben, würden Sie sich eigentlich auch für die Mindestsicherung für Bergbauern einsetzen? Wenn uns das Stimmen in Österreich bringt, würde ich mich jederzeit für die Mindestsicherung für Bergbauern einsetzen. Ich war gerade in den Bergen, österreichischen Bergen, Dachstein. Es war total beschissenes Wetter da die ganze Zeit. Aber ich glaube, die Bauern da sollten eine Mindestsicherung haben. Doch, wenn uns das Sympathien bringt in ihrem kleinen Kotelett-förmigen Land, dann jederzeit gern. Naja, nachdem es erst vor kurzem ein besonderes Urteil gegeben hat, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, und da kommen wir sozusagen zur traurigen Realität. Eine deutsche Touristin wurde leider Opfer einer Kuh, und daraufhin musste ein österreichischer Bauer jetzt in erster Instanz eine Strafe ausfassen in der Größenordnung von 500.000 Euro. Also es ist nicht lustig. Ich habe jetzt kurz mich einhalten müssen. Aber natürlich, genau solche Dinge sind, glaube ich, auch immer wieder eine Frage. Ich finde die deutsche Touristin unterbezahlt mit 500.000. Hören Sie mal auf zu lachen, das ist eine deutsche Touristin. Es war keine österreichische Bergbaron, es war eine deutsche Touristin. Deutsche gelten in Europa
Okay. Wir führen diesen Sauladen und deswegen sollte eine deutsche Touristin auch mindestens 500.000 Euro, wenn nicht gar mehr, wert sein. Das ist richtig, ja. Das Verhältnis Österreich-Deutschland ist nicht ganz ungetrübt. Sie haben uns in den Zweiten Weltkrieg reingezogen, damals überfallen und reingezogen. Und der Ruf Deutschlands hat vorübergehend gelitten dadurch, dass wir die Sache in den Sand gesetzt haben mit Ihrer Hilfe. Und ja, es waren schwere Jahrzehnte. Ich weiß es von meinen Eltern, Großeltern, dass wir jetzt in dieser Blüte leben hier in Deutschland, das haben wir nicht den Österreichern zu verdanken. Im Gegenteil, da sind noch einige Rechnungen offen. Und auch umgekehrt, wenn ich an 1866 denke, aber das ist eine andere Geschichte. So alt sehen Sie gar nicht aus. Ich nicht, aber meine Urgroßeltern oder so. Jedenfalls, weil Sie da... Königsgrätz. Urgroßeltern. Also mein Urgroßvater war 1900er Jahrgang. Das heißt, sagen wir, ein, zwei Generationen davor. Wird sich schon ausgehen. Gucken Sie mich nicht an, ich war nicht dabei. Ich auch nicht. Einige meiner besten Freunde waren Königgrätzer. Das ist ja gut so. Und angeblich soll ja die Küche dort ganz gut sein. Gut, kommen wir zu weiteren ernsthaften Themen. Mhm. Wo wollen Sie sich jetzt platzieren bei der EU-Wahl? Was ist Ihr persönliches Ziel und glauben Sie, dass Sie mehr als 10% in Deutschland schaffen? Vielen Dank, das ist eine nette Frage, ob ich mehr als 10% der Partei zutraue in Deutschland. Traue ich im Moment nicht. Wir haben Wahlumfragen, die wir nicht selbst in Auftrag geben. Ich misstraue Wahlumfragen, würde gerne mal eine Wahl gewinnen, in der es keine Umfragen gab und in der nicht mit Umfragen Politik gemacht wurde vorher. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es natürlich... Kurze Zwischenfrage, könnten Sie sich vorstellen, dass vor Wahlen zum Beispiel einen Monat lang keine Umfragen veröffentlicht werden? Ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen und sobald wir die Macht übernommen haben in Deutschland, wird das auch so sein, denn es wird mit Umfragen einfach massiv Politik gemacht und da wir noch nicht etabliert genug sind, da mitzuspielen, ist uns das natürlich ein Dorn im Auge. Wir haben... Trotzdem sind wir mal mitgelaufen in der Sonntagsfrage in irgendeinem unseriösen Institut und die haben uns 2% ausgewiesen. Und insofern glaube ich, dass es eher zwischen 2 und 3% ausgehen wird. Was aber ein gutes Ergebnis ist für uns und was eine Verdrei- bis Vierfachung des letzten Ergebnisses bedeuten würde und was dazu führt, dass Nico Semsrott hier einzieht, ein deutscher Kabarettist oder Comedian, der mir sehr gut gefällt und der versprochen hat, hier als Nummer 2 unserer EU-Liste, wenn er gewählt wird, 60 Filme zu liefern, 60 Monate, 60 Filme, also jeden Monat einen Film mit den lustigsten Dingen, die im Europaparlament passiert sind. Und hier passieren eine Menge lustiger Dinge. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es sind ja auch sehr viele Leute da. Da kann, glaube ich, wirklich einmal das ein oder andere auch in der Realität schiefgehen, was dann lustig aufgenommen wird. Wie ist eigentlich Ihr allgemeines Verhältnis zu anderen Kollegen aus der Kabarett- und Satire-Szene in Deutschland? Und Sie haben jetzt den Herrn Kollegen Semsrott schon erwähnt. Wie wird die Partei als Gesamtprojekt in dieser Szene wahrgenommen? Also ich kann erst mal sagen, wie ich Kabarettisten und Comedians finde. Ich hasse Kabarettisten und Comedians, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die wir hier auch regelmäßig ins Parlament einladen. Und wie wir wahrgenommen werden, das weiß ich nicht. Also wir haben ein ganz gutes Standing, glaube ich, weil auch immer wieder... Spielen Sie mit dem Handy nebenbei? Langweilt Sie meine Antwort? Nein, überhaupt nicht. Ich suche mir eine Frage. Ah, okay. Ich kann noch ein bisschen weiterreden einfach. Einfach weiterreden, nicht stören lassen. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Standing. Es gibt immer wieder prominente Künstler, die sich für die Partei einsetzen oder die kandidieren auf Listenplätzen der Partei. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Jetzt müssen Sie eine neue Frage stellen. Gut, also die Frage wäre, ich habe nämlich, weil Sie gemeint haben, ich würde spielen, jetzt... Sie waren, glaube ich, zuletzt Gastgeber eines Kollegen, der hier war. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Fällt er ein. Können Sie ihn sagen? Ob ich ihn sagen kann? Natürlich kann ich ihn sagen.
Das sagen Sie. Ich soll es tun, ja. Georg Schramm war da. Genau, Georg Schramm. Das ist einer von wenigen Kabarettisten, die ich sehr verehre, einfach weil er über eine scharfe Analysefähigkeit verfügt und über einen Grad an Unversöhnlichkeit auch in der Kritik diesem kapitalistischen System gegenüber, die ungewöhnlich ist in diesem Bereich, in diesem Beruf. Georg Schramm hat das ja auch mal sehr wunderbar in der Anstalt gezeigt und aufgezeichnet, wie zum Beispiel diese Thematik mit der Euro-Krise, die ja nicht nur laut seiner Meinung, sondern auch laut der Meinung sehr vieler Experten noch lange nicht vorbei ist, abläuft und dass es langfristig noch einmal nicht zu einer Abschwächung kommt, sondern noch mal zu einer totalen Wirtschaftskrise. Wie sehen Sie solche Prognosen oder solche Thematiken? Ich bin gegen Krisen. Krisen sind mit uns nicht zu machen. Sobald die Partei an der Macht ist, werden Krisen abgeschafft. Das hat aber die SPD auch probiert und ist daran gescheitert. Die SPD. Ach, die ehemaligen Sozialdemokraten. Ja, das ist die Partei, die jetzt noch 13 Prozentpunkte vor uns liegt in den Umfragen. Wir versuchen uns mit ihr zu treffen. Wir arbeiten beide daran, dass das klappen wird. Und es ist schon rufschädigend, zumal Sie als Ausländer sollten sich da ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, kaputter als die österreichische Sozialdemokratie ist praktisch nur die deutsche Sozialdemokratie. Und mit denen verglichen zu werden, ist natürlich unfein. Gut, wir haben die FPÖ mit knapp 26%. Also da kann sich die AfD noch ein Stückchen abschneiden. Bei uns ist es nun mal so knapp 26% Sozialdemokratie. Darf ich mal eine Frage stellen? Wieso haben Sie eigentlich 26% FPÖ-Wähler? Gute Frage. Ich habe das letzte Mal Gilt gewählt. Sind das alles diese Bergbauern? Nein, das war der Roland Thüringer. Der hat ein eigenes Parteiprojekt gemacht, also österreichischer Kabarettist. Ah ja, interessant. Ja, aber wir arbeiten, Entschuldigung, ich grüße herzlich von Ihnen, wir arbeiten an einer satirischen Internationale und die Partei des zweischwänzigen Hundes aus Ungarn, mit denen sind wir schon im Gespräch und mit den ehemaligen Leuten von Jon Gnar in Reykjavik, also wenn in Österreich etwas Ähnliches. Mir fällt gerade ein, dass wir eine eigene Partei haben in Österreich. Vergessen Sie, was ich gerade sagte. Die Partei existiert natürlich auch in Österreich. Genau, allerdings wird sie wenig wahrgenommen im Moment. Aber deswegen komme ich im September nach Wien. Also die Partei in Österreich ist sozusagen der Versuch, Österreich zu germanisieren? Nein, einfach das Land zu übernehmen und auszuschlachten. Germanisieren würde ich nicht sagen, das hat keinen Zweck. Es gibt so viele es gibt so viel Ausländeranteil. Achso, Tschuschen, sagt man nicht so, wenn man ein Österreicher ist und auf die Osteuropäer hinunterschaut. Und es gibt zu viele. Ja, Sie haben einen zu hohen Ausländeranteil, als dass wir Sie germanisieren können. Ich weiß, dass Deutschland für Sie so eine Art, ich weiß das von meinen FPÖ-Kollegen, neben denen ich saß, sehr illustre Gestalten aus der Steiermark. Georg Mayer. Georg Mayer, ja, ja. Interessanter Mann. Auch Wilimski, dieser Mann, den Ihr Bundespräsident zu Recht nicht, den er nicht angeloben, so heißt es, glaube ich, in Österreich angeloben wollte. Das sind ja interessante Spezies. Also auch wenn die Deutschland und das Germanische natürlich sehr verehren, muss ich Sie da enttäuschen, ja. Kein Problem. Deswegen übrigens, diese Titanic ist von meinem 3D-Drucker ausgedruckt worden im deutschen Panzerstahlgrau. Also das ist ein Geschenk von unserer Redaktion an Sie. Vielen Dank. Geht ihr auch unter? Ich glaube nicht, aber wir können sie abbohren. Tja, es hat natürlich Nachteile, wenn man solche Sachen aus dem 3D-Drucker zieht und die dann nachher nicht funktionieren und einfach schwimmen. Aber gut. Es hat ja deutsche Sozialdemokraten gegeben, die haben ja auch mit sowas gespielt. Also eine Tomahawk-Rakete. Exporte. Halten uns da. Ja, was heißt Exporte? Wir halten uns da eigentlich, oder sollten uns da eigentlich ein bisschen raushalten. Aber das ist eine Sache, die wir in der EU jetzt auch schätzen. Wir haben den nächsten EU-Haushalt gerade beschlossen und gegen meine Stimme ist dort beschlossen worden, dass in den nächsten 7 Jahren wesentlich mehr finanzielle Mittel in die militärische Aufrüstung der EU gesteckt werden, in Waffenentwicklung.
als in Entwicklungshilfe und Fluchtursachenbekämpfung. Und insofern ist das hier, wenn ich auch diesen Panzer mal nehmen lasse, ist kein ungewöhnlicher Anblick hier im Europaparlament. Wir werden uns damit beschäftigen müssen und ja, ich habe dagegen gestimmt, aber ich werde natürlich meinen Spaß haben dann, wenn ich diese Armeen einsetzen und befehligen darf. Glauben Sie das? Ja, das also Mindestmaß an demokratischen Gepflogenheiten würde ja bedeuten, dass das EU-Parlament Einsatzbefehle dieser EU-Armee, um die es immer geht, dann auch abstimmen oder bestimmen dürfte. So ist es in Deutschland mit dem Deutschen Bundestag. Und ich merke gerade, dass ich Spaß an der Vorstellung finde, Armeen in Europa hin und her schieben zu dürfen, zu können. Also Einsatz im Inneren dann? Wenn Sie Österreich als Inneres bezeichnen wollen, dann ja. In der gesamteuropäischen Integration auf jeden Fall. Aber gut, dass Sie es ansprechen, weil Sie sprechen PESCO unter anderem ja auch an. Also PESCO, das ist diese europäische Initiative zur Entwicklung eigener europäischer Waffensysteme etc. pp. Wie sieht man das eigentlich als jemand, und ich würde Sie als Humanisten bezeichnen, wenn man Entscheidungen treffen muss, die eben anderswo am Ende des Tages zu Toten führen können? Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich reagiere auf diese Gefühle, indem ich dagegen arbeite. Ich kann einerseits hier im Parlament dagegen stimmen, aber ich habe keine Mehrheiten. Es gibt eine unselige GroKo Haram, genau wie in Deutschland, also eine große Koalition aus konservativen und noch konservativeren SPD und CDU. Und alles, was ich tun kann, ist, glaube ich, Öffentlichkeit dafür herstellen. Wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit daran, das mal ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, dass hier halt Milliarden in militärische Projekte gesteckt werden. Hier im sogenannten Friedensprojekt EU. Und das ist nach dem Lissabonner Vertrag untersagt. Und ich hoffe, dass sich da ein bisschen was rührt und dass auch bei den Wahlen entsprechende Signale gesendet werden. Also würden Sie sich persönlich so etwas wie eine Friedensbewegung 2.0 vorstellen? Also so wie das in den 70er, 80er Jahren war? Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Wir sehen es gerade bei Artikel 13, dass sich junge Leute zusammenrotten und auf die Straße gehen. Das begrüße ich natürlich. Ich würde mir wünschen, dass die... Ich habe jetzt 4,5 Jahre lang über die EU nachgedacht. Und mein ganz banales Resümee, dass ich auch jedem, der mich fragt, auf die Nase binde, ist eigentlich, dass das Konstrukt schon funktioniert. Es ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Wir haben einen Rat, eine Kommission und ein Parlament, die alle konservativ, überwiegend konservativ besetzt sind und die eine konservative Industrie- und Finanzindustriefreundliche und zum Teil nicht bürgerorientierte, so muss man es sagen, Politik machen. Und es reicht eigentlich, dass die Leute anders wählen. Wenn sie linker, grüner, sozialdemokratischer wählen, wenn es in Österreich und Deutschland und Frankreich und anderen Ländern wieder eine funktionierende Sozialdemokratie gäbe, die diesen Namen auch mit Würde tragen könnte, dann könnte das Ganze auch anders aussehen. Aber wir können nicht mehr tun, als, glaube ich, Öffentlichkeit dafür herstellen. Und ansonsten sind dann die 500 Millionen Europäer gefragt und müssen an der Urne entscheiden, wie es weitergehen soll. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt viel auch nachdenken können in den letzten 4-5 Jahren. Sie haben einerseits Martin Schulz überlebt. Es schaut so aus, als ob Schulz. Sie auch... Martin Schulz, ja. Martin Schulz. Schulz. Die Österreicher wissen es nicht, aber Martin Schulz hat einen Sprachfehler. Der kommt aus dem Rheinischen und kann das SCH nicht so sprechen wie andere Deutsche. Deswegen hat er den Spitznamen Martin Schulz von uns bekommen. Und das... ist auch ganz gut, Schulz ist so ein Allerweltsname und bei Schulz weiß man immer sofort, wer gemeint ist. Hört sich aber fast schon französisch an. Finden Sie als Österreicher? Finde ich als Österreicher, aber vielleicht, ja, meine persönliche Meinung. Ich spreche nicht französisch, außer Bonjour und Merci. Ja, aber Sie haben Martin Schulz überlebt, Sie werden wahrscheinlich Jean-Claude Juncker überleben. Ich habe mir gestern eine kurze Rede von Ihnen angehört zum Thema Angelika Merkel. Die werden Sie wahrscheinlich auch überstehen. Da haben Sie sich bedankt, dass sie jetzt langsam geht. Ja, wie lange wollen Sie noch im EU-Parlament bleiben? Ich orientiere mich da an Kollegen. Also mein Lieblingskollege ist Elmar Brocken, ein deutscher
Abgeordneter, der seit fast 40 Jahren hier ist. Und der war über ein Jahrzehnt lang hochbezahlter Manager bei Bertelsmann nebenbei. Ich suche jetzt eigentlich einen Nebenjob, damit ich auch so eine erstrebenswerte Kombination hier vielleicht noch auf die Beine stelle. Und dann kann ich mir so 30, 40 Jahre, wenn die Wähler das mitmachen, natürlich jederzeit vorstellen. Apropos Nebenjob, Sie sind ja nach wie vor auch für die Titanic tätig, oder habe ich das missverstanden? Ich bin Mitherausgeber des endgültigen Satiremagazins Titanic. Ein verdienstvolles, kulturell wertvolles Blatt, das ihrem Herrn Kurz auch den Ehrennamen Baby Hitler verpasst hat. Und ja, ich bin noch nicht sehr viel tätig, aber ich bin da Mitherausgeber, ja. Schreiben Sie noch ein bisschen Kolumnen oder Videos veröffentlichen Sie ja auch immer wieder noch? Ich schreibe tatsächlich alle 2-3 Monate so einen kleinen Bericht aus Brüssel über meine Abenteuer hier im Europäischen Parlament. Und da kommt ja einiges an lustigen Dingen zusammen. Ich kann mich da nicht zurückhalten und muss das aufschreiben, ja. Wie ist eigentlich die Rezeption auf Ihre Person? Manchmal heißt es, wenn ich jetzt mit Leuten hier in Brüssel gesprochen habe, ja, Martin Sonneborn, der hat aufgrund des besonderen deutschen Wahlrechts jetzt die Möglichkeit gehabt, hier einzumarschieren, einzureiten. Das kann man jetzt einzuziehen, wie auch immer. Da stelle ich mir sehr pittoresk vor, irgendwie auf eine gewisse Art. Also einzuziehen, kommt man da wie ein Cäsar hier rein. Das sind schon die richtigen Konnotationen. Okay. Wer hat über mich was gesagt hier? Niemand. Ich schweige, aber ich habe nur eben ein bisschen aus der, wie soll ich es am besten formulieren, aus der Art und Weise, wie es gesagt wurde, aus der Betonung heraus, mir gedacht, dass es vielleicht manchmal für den einen oder anderen nicht so einfach ist, hier auch wirklich ernst und wahrgenommen zu werden. Ja, das unterschreibe ich gern. Und zu Recht übrigens. Geht es Ihnen wirklich so? Mir? Nein, ich kann mich nicht über mangelndes öffentliche Interesse beklagen. Das Parlament ist so ein bisschen ambivalent besetzt. Es gibt hier sicher gute Leute, das sind oft die Jüngeren und das sind oft die in den linken, grünen, sozialdemokratischen Parteien, manchmal auch in den Liberalen, nicht bei den deutschen Liberalen, aber da gibt es junge Idealisten, aber ein Großteil des Parlaments ist halt auch mit alten Betonköpfen besetzt und nicht immer sind sie so lustig wie Paul Rübig aus Oberösterreich, glaube ich. Ja. Ex-Dienster österreichischer Abgeordneter. Ja? Ja. Ah ja. Also, aber keine 40 Jahre wie Elmar Brocken. Da sticht ja, Deutschland. Unser letzter Export war Otto von Habsburg, der war 20 Jahre für die CSU. Ah ja. Im EU-Parlament und dann ist er von Rübig vor 5 Jahren überholt worden. Wow, sauber. Ja. Nein, es gibt viele Leute, die nicht so Interesse für ihre Ideen oder für ihre politischen Überzeugungen herstellen können hier im Parlament und das ist auch ganz gut so. Gut, dann kommen wir zum Thema Artikel 13, was ich schon vorher angesprochen habe. Einerseits kann man 3D-Drucker Schiffe drucken, andererseits auch solche Skulpturen wie diese Nefrite aus Ägypten. Raketen, Panzer, Phaserpistolen, das habe ich zu Hause. Ups. Und natürlich dann auch noch Dinge, die unter das Copyright fallen, wie das da. Oder Batwings. Also, wie sehen Sie das, wenn junge Leute auf Plattformen wie Thingiverse oder sonst wo, ich sage mal, gewissermaßen Dinge nachbauen? Oder Copyright-geschützte Dinge ein bisschen veräppeln, hochziehen, selbst nutzen für sich, um auch vielleicht hier Expertisen zu finden, Expertise zu erwerben, weil so etwas zu sculpten, sage ich mal, zu erstellen, ist ja doch eine gewisse technische Leistung auch dahinter. Oder auch sowas. Also inwiefern wird Artikel 13 die Kreativität von jungen Leuten oder der Kreativwirtschaft allgemein einschränken?
Nofretete ist natürlich ein Grenzfall. Einerseits ist es ein ausländisches Produkt, bei dem ich keine Probleme habe, wenn sie das da nachbauen. Andererseits haben wir das geklaut und es steht in Berlin im Museum herum. Insofern sind wir auch ein bisschen natürlich Eigentümer dieser Idee, die wir uns da angeeignet haben. Und insofern Finger weg vom Nachdruck. Artikel 13 ist natürlich ambivalent zu sehen. Das ist eine Sache. Ich glaube, dass zu alte Leute diesen Artikel 13 verantworten und geschrieben haben. Wir kennen hier zum Beispiel Dr. Axel Fotz, den Berichterstatter. Das ist ein freundlicher älterer Herr, der, glaube ich, gar nicht genau weiß, worum es geht. Helga Rüpel von den Grünen. Es gibt ja ein paar ältere Grüne, die auch für diese deutsche Grüne, die für diese Artikel 13 gestimmt haben. Und ich glaube, die verstehen nicht genau, worum es geht. Und ich glaube schon, dass man das Urheberrecht regeln muss. Aber natürlich ist der größte Fehler dieser Vorschrift, die da erlassen wird, dass sie zu Upload-Filtern führen wird. Das ist technisch ja nicht anders möglich. Und wenn sich der Berichterstatter Dr. Axel Fotz irgendwie damit herausredet, dass das Wort Upload-Filter nicht im Bericht steht, dass es aber technisch keine andere Möglichkeit gibt, überhaupt Urheberrechtsverletzungen zu erkennen, dann ist das natürlich eine absurde Situation. Und ich fürchte, also wir klauen ja auch viel im Netz. Ich bin bereit, in Zukunft etwas weniger zu klauen, wenn wir Bilderwitze machen. Wir arbeiten ja auch mit Fotos, deren Rechte uns manchmal nicht gehören. Macht mein Kollege Dr. Axel Fotz auch auf seiner Homepage. Ist nach den Abstimmungsergebnissen vom Portal BuzzFeed sind 17 Fotos gefunden worden, bei denen er die Frage oder die Antwort auf die Frage verweigert hat, ob er die Urheberrechte sich auch gesichert oder ob er die Rechte daran erworben hätte, die zeigen zu dürfen auf seiner Seite. Dieser Satz führt ins Nichts. Ich habe mich gerade vergaloppiert. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass Upload-Filter ein Problem sind. Ich wollte sagen, dass man dagegen stimmen sollte und dass man jetzt die Gelegenheit hat, auch die österreichischen Abgeordneten nochmal zu informieren per Telefon oder Postkarte. Wenn sich noch ein, Sie haben doch Internet in Österreich. Ja, haben wir. E-Mail dann wäre möglich, aber. Nee, ich meine nur, dass die Leute, also wenn sie Internet haben in Österreich und sie interessieren sich für Internet, gucken da mal so, was geht in der großen, weiten Welt, dann haben sie auch ein Interesse daran, dass es keine Upload-Filter gibt und dass das weiter relativ frei bleibt. Und dann können sie sich die ihnen unbekannten österreichischen Abgeordneten vornehmen. Die kann man rausgoogeln und dann kann man denen mal sagen, dass sie bitte gegen den Artikel 13 stimmen sollten. Punkt. Kurze Frage zum Thema unbekannte Abgeordnete. Wie anonym sind eigentlich EU-Parlamentarier in Deutschland? Na, fragen Sie den Falschen. Also, Sie sind jetzt eine positive Ausnahme. Udo Vogt ist natürlich auch eine positive Aufnahme. Der bekommt aufs Maul, wenn er irgendwo in den falschen Berliner Bezirken ein NPD-Abgeordneter, also praktisch ein Österreicher in Deutschland. Rechtsradikaler. Das stimmt. Aber er hat eine österreichische Frau. Ich habe sie neulich kennengelernt. Die meisten Europaabgeordneten können durch große Fußgängerzonen gehen, ohne dass sich Menschenmassen und Trauben um sie herum bilden. Und ich vermute mal, dass das in Österreich genauso ist, oder? Vor allem bei Landtagsabgeordneten. Man kennt die ganzen österreichischen Parlamentarier? Nein. Wie viel gibt es? 183 und... Nein, es gibt keine 183 Europaparlamentarier. Wir haben 18 Europaparlamentarier. 18. Ich habe kürzlich erfahren, dass es in Österreich bei der Europawahl Vorschubstimmen gibt, sodass es für die Europaabgeordneten in Österreich natürlich deutlich attraktiver ist, in die Öffentlichkeit zu dringen. Also da können quasi, man wählt nicht eine Liste, man kann, sehe ich das richtig? Ja, ja, das man kann in Österreich die Stimmen einem bestimmten Abgeordneten auf der Liste geben, sodass auch jemand, der vielleicht weiter hinten steht, gewählt werden kann, weil er mehr Stimmen bekommt. Und das regt natürlich die Abgeordneten dazu an, vielleicht mal irgendwo in der Öffentlichkeit aufzutauchen, während man hier auch nach 5 Jahren immer wieder auf Namen trifft von Leuten, also nach 5 Jahren höre ich immer noch neue Namen von irgendwelchen CDU-Abgeordneten. Der Einwurf kam übrigens von Dustin Hoffmann. Darf ich kurz die Kamera drehen? Nein. So, Dustin Hoffmann ist quasi die rechte und die linke Hand von Martin Sonneborn. Schön gesagt.
Ich hätte es nicht besser formulieren können. Massieren Sie noch, Herr Pontat? Ich glaube, das ist, seit das Parlament sensibler geworden ist, was diese Angelegenheiten angeht, nicht mehr erwünscht. Aha. Das stimmt. Unser neuer Chef Martin Schulz habe ich ja degradiert zum SPD-Kanzlerkandidaten und hier entfernen lassen. Unser neuer Chef Tajani ist ein windiger Italiener und das ist ein Berlusconi-Freund, der ist schon ganz früh, also praktisch Forza Italia, mitgegründet und als Pressesprecher für Berlusconi gearbeitet und ist ein Mann, der sich sehr gut auskennt mit Bunga-Bunga-Partys und Belästigung. Insofern halten wir hier die Finger still. Das kann ich gut verstehen. Zurück zu Artikel 13. Das ist jetzt derzeit nicht der einzige Punkt. Es gibt auch eine Novelle der audiovisuellen Mediendienste. Also da geht es zum Beispiel um YouTube-Regulierung. Und im Gegensatz zu Deutschland, wo man jetzt noch 10 Jahre hinterher hinkt mit diesem neuen Medienstaatsvertrag. Ich nehme an, Sie kennen die Geschichte mit den Streamern, die plötzlich Rundfunklizenzen brauchten. Hat Österreich schon eine die audiovisuelle Mediendienstrichtlinie umgesetzt in dem sogenannten audiovisuellen Mediendienstegesetz und hat tatsächlich ein Gesetz geschaffen, wo die Behörde plötzlich komplett überfordert ist und derzeit ca. 270 Unternehmen registriert hat. Geben tut es aber wahrscheinlich einen fünfstelligen Betrag von Privatpersonen, Unternehmen, Leuten, die einfach nur ihre Meinung geben, weil man sagt, eine Gewinnorientierung ist nicht notwendig, also es gibt auch keine Bagatellgrenzen, um eben in die Wirtschaftlichkeit zu fallen. Und in der neuen Medienrichtlinie ist interessanterweise auch das Thema Uploadfilter integriert. Da geht's. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Heißt das, dass jeder scheiß Influencer plötzlich Ärger bekommen kann? Theoretisch. Super Gesetz, wollen wir für Deutschland auch. Wollen Sie das wirklich? Dann schicke ich Ihnen einmal die Hintergründe dazu. Sehr gern. Okay. Kennen Sie Vivis Beauty Channel? Ja. Ich hasse Influencer. Die müssen alle raus aus dem Netz. Also bevor Sie jetzt wirklich zum Lachen anfangen, wir waren diejenigen, die es herausgefunden haben, dass das österreichische Bundeskanzleramt nicht gemeldeter Fernsehsender ist, wenn man so möchte. Und ich will diesen Kurz, glaube ich, an den Ohren, an die Wand nageln, wenn ich in Österreich was zu sagen hätte. Und das, was ich vorher gesagt habe mit der Gewinnorientierung, das haben wir einem Urteil gegen die Freiheitlichen zu verdanken. Und als dann jetzt die SPÖ geprüft hat, ob ihr Kanal darunter gefallen ist, hat man das begründet, die Ablehnung, dass er nicht darunter fällt, dass es sich ja um ein politisches Engagement handelt. Ich dachte um eine sterbende Partei. Artenschutz, ja. Wäre fast möglich. Es war dann nur sehr witzig, wir waren die allerersten auch. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben mit dem Ali-Werbespot in Österreich, der ein bisschen diskutiert wurde im letzten Herbst, wo es um die Einführung der Sozialkarte mit Bild ging und man einen südländischen Typ mit Face in einem sehr schlechten Comic dargestellt hat und gemeint hat, diese Personen würden öfters zu Sozialmissbrauch neigen. Sie sind ja auch so ein südländischer Typ. Ich bin Süd. Darf ich die Kamera mal kurz drehen? Ja, gern. Ja. So ähnlich, ja. Also meine Mutter kommt aus der Steiermark, mein Vater kommt aus Wien. Irgendwo dazwischen habe ich aus Krakau, der Slowakei und Ungarn noch ein paar Gene. Und eine halbe, irgendwie war die halbe Verwandtschaft auch noch in Triest tätig. Das tut mir leid. Na, ich bin stolz drauf. Österreichische Melange, wie gesagt, bin Monarchist. Also, ich sage immer, wird es zur schönen Weiterentwicklung durch Vermischung der Ethnien. Ich bin auch Monarchist. Ich habe den belgischen König gesehen. Nach den Anschlägen hier am Flughafen von Brüssel ist der vor sein Volk getreten und hat im Bademantel in der Thalassotherapie seinen Landsleuten Mut zugesprochen. Hatte so ein Cocktailgläschen in der Hand mit so einem Schirmchen drin. Die Monarchie hat ihre Vorteile, so ein vernünftiger Monarch. Das könnte ich mir für Österreich sehr gut vorstellen, das könnte ich mir möglicherweise auch für Deutschland vorstellen, wenn das weiter so bergab geht. Ja, wir könnten Kaiser Franz Josef klonen und mal nach Deutschland schicken. Also richtig zurechnungsfähig war der auch nicht. Ja, deswegen. Aber gut, ich möchte jetzt nicht über meinen Kaiser schimpfen.
sonst heißt noch, ja, sonst heißt es am Ende noch Beamtenbeleidigung, sage ich schon. Oder die Sendelizenz ist weg. Ja, wir sind sowieso diejenigen, die vor Gericht gezogen sind, aber das ist eine andere Geschichte. Also uns gibt es nur noch so lange, bis das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Aber das ich drücke die Daumen. Ein interessantes Format. Es hat mich noch nie jemand so lange reden lassen. Ganz toll. Weitermachen. Das ist die Idee dahinter. Abschließend. 28b Audiovisuelles Mediendienstegesetz. Da geht es um das Thema Jugendschutz. Und unter dem Jugendschutz heißt es zwar grundsätzlich, dass bei dieser neuen Novelle keine wie soll ich es am besten formulieren, keine Upload-Filter eingesetzt werden sollen. Sehr wohl werden aber quasi die Plattformen YouTube, Facebook und so weiter dann dazu quasi verpflichtet zu kontrollieren, dass sie einerseits Jugendschutz einrichten, andererseits verhindern, dass Hassbotschaften als Videos hochgeladen werden oder verbreitet werden, geprüft werden müssen und so weiter. Wie sollen solche Regularien ohne Upload-Filter funktionieren? Weil schließlich kommt auch hier sozusagen das zur Geltung, was im Artikel 13 zwar nicht steht, aber so eigentlich gemeint ist. Ich bedanke mich für diese Frage, die ich absolut überhaupt in keinster Weise beantworten kann. Ich bin ein einfacher Europaparlamentarier. Und ich habe es mir zur Gepflogenheit gemacht, abwechselnd mit Ja und Nein zu stimmen, außer bei wirklich knappen Entscheidungen. Da werde ich informiert von Linken, von Grünen, von Sozialdemokraten. Das passiert aber selten und ich nehme nicht an, dass diese Abstimmung knapp ausgehen wird. Insofern interessiert mich das gar nicht weiter. Okay, also Sie sind dafür, dass Influencer abgeschafft werden? Dafür bin ich auf jeden Fall. Ob dieses Gesetz die richtige oder diese Richtlinie, diese Vorschrift die richtige ist dafür, ist eine andere Frage. Ich würde vieles anders formulieren, glaube ich, wenn ich hier das Sagen hätte. Und wir haben gerade eine große Menge von protestierenden Schülern in Deutschland. Ich glaube, dass jüngere Leute jetzt allmählich in die Parlamente einziehen sollten und hier die Zukunft gestalten sollten. Es ist ihre und eigentlich sollte es jetzt langsam vorbei sein mit den dicken, alten, weißen Männern in den Parlamenten. Auch ich wäre bereit, mich zurückzuziehen. Sie haben zwei Töchter. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht einmal von einer Ihrer Töchter politisch beerbt werden? Nein, ich habe einen Sohn und meinen Platz im Europaparlament will ich meinem Sohn vererben. Okay. Das ist einfach eine gute Grundsicherung. Die soll ja nicht nur für österreichische Schweinebauern in den Bergen gelten, sondern auch für meinen Sohn. Rinderbauern. Oh, ist okay. Rinderbauern in den Bergen gelten, sondern auch für meinen Sohn. Absolut in Ordnung. Gut, abschließend, Sie haben ja auch einmal Publizistik studiert, wenn ich mich nicht irre, und Germanistik. Ja. Wie bewerten Sie die Qualität der Vorträge, die hier stattfinden, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive? In welcher Vorträge, die wo stattfinden? Also die Vorträge, die hier im Parlament stattfinden oder die Reden. Also wie hoch ist sozusagen die literarische Qualität? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Kollegen, die sehr interessante und literarisch anspruchsvolle Reden halten können. Ich habe hier schon meine Nachbarn da. Also die ungarische Antisemitin Christina Morvay hat immer wieder interessante Redeversatzstücke. Bei Wikipedia kann man nachlesen, was sie so gesagt hat, schon alles. Kann ich nur empfehlen, Christina Morvay, Ungarn. Janusz Korwin-Mikke, der Mann, der neben mir saß, lange hat auch sehr interessante Reden. Der ist übrigens auch Monarchist, wir erwähnten das bereits am Anfang, will mit Polen aus der EU austreten. An diesem Punkt decken sich unsere Interessen. Ein Volk, ein Reich, ein Fahrschein. Ein Volk, ein Führer, ein Fahrschein. Ein Volk, ein Reich, ein Ticket. Sowas. Hat er gerufen. Und ja. Sie wollten das mit dem Fahrschein? Ich wollte das, ja. Also es gibt immer wieder spektakulär lustige Reden im Parlament und wir freuen uns darüber und berichten das dann. Also das heißt, Ihnen bleibt das Lachen im Hals nicht stecken? Selten.
Rettet Martin Sonneborn Europa? Nein, das glaube ich nicht. Was wir tun können hier, ist ein kleines bisschen Öffentlichkeit herstellen, ein bisschen Interesse generieren für die EU. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Gut, und für unsere deutschen Zuseher, weil ich habe letzten Monat einen Österreicher, der in Deutschland sehr beliebt ist, interviewen dürfen. Es gibt keinen Österreicher, der in Deutschland sehr beliebt ist. Martin Sellner. Ja. Ja, also von anscheinend den diversen Offsprings österreichischer, wie auch immer, Emigranten. Gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg relativ viele. Jedenfalls, da ich doch fast 60% deutscher Zuschauer habe, warum soll man Sie bei der Europawahl 2019 wählen? Und eins noch, warum kommen Sie erst im September nach Wien, wenn im Mai eigentlich die österreichische, also die Wahl für das Europaparlament ist? Also erstens oder zweitens, ich komme erst im September nach Wien, weil Österreich heute nicht mehr die Bedeutung hat, die es vor 200 Jahren mal hatte und man mich in Wien und Österreich gar nicht wählen kann im Mai. Und warum soll man Sie wählen? Also wir lassen uns zwar von jedem wählen, ich sage das ganz deutlich, mir ist es egal, wer uns wählt, aber ich würde jetzt auch nicht direkt auffordern dazu. Wir sind eine Alternativwahlmöglichkeit für Leute, die nicht wissen, was sie sonst wählen sollen. Ja, so habe ich es auch gemacht. Eigentlich schon. Daher zuletzt, ich wiederhole diese Frage, sagen Sie jetzt dem Wähler 30 Sekunden lang, warum man die Partei, Sie und viele andere wählen soll. Also wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, warum man mich wählen soll, dann müsste ich erstmal nachdenken. Und Zeit läuft, oder? Zeit läuft. Wählen. Warum man mich jetzt wählen soll. Es tut mir leid, es fällt mir kein Grund ein, so spontan. Also ich hätte gesagt, die letzte knappe dreiviertel Stunde, die wir jetzt geredet haben, haben eigentlich sehr viele Punkte aufgezeigt, die man durchaus vernünftig aufnehmen kann, um sie zu wählen. Das finde ich super, aber Ihre Stimme zählt nicht in der EU-Wahl in Deutschland. Ich bin noch Österreicher. Gut. In die Berge und passen Sie, liebe österreichische Rinderbauern, in den Bergen bitte auf, wo Sie mit Ihren scheiß Skiern rumfahren und mangeln Sie keine deutschen Touristinnen über. Das wird teuer. 500.000 Euro mindestens. Tschüss draußen an den Geräten. Danke vielmals. Das war's aus Brüssel. Ich wünsche euch was und demnächst gibt's auch ein Review, was ich hier eigentlich so gemacht habe. See ya. Danke fürs Zuschauen. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.